Herzlich willkommen hier zurück bei Epidemus, meine lieben Freunde. Neue Aufnahmesession. Und ich habe festgestellt, dass ich wohl eine Folge vergessen hatte für den Juni. Die letzte fehlt nämlich. Das ist diese hier. Ja, Hallöchen, liebe Kanalmitglieder. Ja, ich stelle auch gerade eben fest, dass wir plötzlich fetten Minus machen. Es gab ein paar Patches. Ich glaube, die waschen mir jetzt gerade eben hier so ein bisschen den Kopf. Wir sind hier gerade eben in dieser ungünstigen Situation, dass die Zwerge mit uns immer noch im Krieg sind, ne? Und ich will mal gucken, ob wir das jetzt hier überhaupt noch weitermachen wollen und können. Das hängt jetzt nach all diesen Patches natürlich auch von weiteren Faktoren ab. Zum Bleistift, ob wir uns jetzt überhaupt diese Armeen noch leisten können, ne? Ihr seht, das meiste haben wir schon bewegt. Viel kann ich hier auch gerade kaum mehr bewegen. Ich gehe mal gerade immer alle Einheiten hier durch. Wir überspringen den Kollegen hier. Ich sollte jetzt hier definitiv nichts bauen, weil ansonsten bricht mir hier meine Wirtschaft davon. Und Chio levelt jetzt hier gerade eben fröhlich vor sich hin. Okay, dann kriegst du mal jetzt hier den heldenhaften Todesstoß. Genau, hier ist nämlich hier noch die Armee von Pau. Und da wollen wir noch zum Spukwald hin. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir zu diesem Spukwald jetzt hier kommen. Ach ja, da sind schon wieder die lieben Verbündeten. Ich liebe alles an ihnen. Ja. Das macht der Typ jetzt hier ganz toll. Mit unserer Siedlung hier. Wir stehen daneben und können nichts machen. Es ist nicht zu glauben, weil er einfach Blitzschlag hat. Oh, das ist ärgerlich. Gibt es keine Möglichkeit? Also ich meine, das sind alles... Verdammt. Wer ist denn das überhaupt? Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo das stattfindet, Leute. Aber ich weiß auch jetzt schon, dass wir das nicht gewinnen können. Das ist super ärgerlich. Na gut. Wer von euch ist jetzt gerade gestorben? Vor allem, wo war das gerade eben? Es ist immer wieder ganz herrlich, wenn man in einer neuen Aufnahmesession reinkommt und in so einem fortgeschrittenen Spiel dann gar nicht mehr so hundertprozentig weiß, wo war ich eigentlich? Das ist... Ah, okay. Oh, nice! Da wird Okinjay nun zum Dämon. Müssen wir ihm natürlich aber auch dann den entsprechenden Namen wiedergeben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und bitte das Ganze ohne Caps Lock. So, wunderbar. Okinjay ist nun ein erhabener Dämon geworden. Mit Eisenherzen und all dem ganzen Kram. Ich bin bloß momentan nicht so hundertprozentig sicher. Ja doch, Seelenraub wäre für ihn ganz sinnvoll. Was hast du für eine Armee? Du hast hauptsächlich Chaoskrieger. Die Flussverstärkungsrate ist eigentlich ziemlich nice. Ja komm, wir nehmen auf jeden Fall die jetzt hier noch mit rein. Dann haben wir noch die Großen und die... wo sind denn die Großen hier? Oh! Ah doch, das ist alles korrekt. Ja, die da brauchen auf jeden Fall auch noch mal ein paar Buffs. Und du bekommst noch den aufgedünsenen Kadaver. So, wunderbar. Wer ist denn das? Hä? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich bleib da. Ich weiß nicht, was das gerade eben war. Auf den Dämonenprinzen. Ja, das war das. Okay, hier steht jetzt auf jeden Fall der alte Schlumpi-Lumpi. Und wir müssen jetzt mal gucken, wenn ich jetzt hier angreife, würden die mitkämpfen. So, jetzt rennt der hier auf jeden Fall weg. Das ist ja schon mal nicht schlecht, dass der wegrennt. Wir gehen es deswegen jetzt hier mal dem hinterher. Also ich will auf jeden Fall den alten Billigar jetzt hier verknüppeln. Aber auch nur, wenn wir jetzt hier nicht zu viele Leute dadurch verlieren.
Ja, zwei verlieren ist okay. Also diese Schlacht spielen wir jetzt natürlich nicht. Das halte ich jetzt ehrlich gesagt für Kokolores. Ach, jetzt machen wir doch wieder Plus. Das soll mal einer verstehen. Okay, Belegar wurde besiegt. Belegar Eisenhammer. Nahkampfangriff für Unter... Ja, genau, weil wir so viel unterirdisch kämpfen werden. Dieser Bonus, ey, ich sag's euch. Okay, wir brauchen nochmal jetzt zwei von denen. Dann bleibt jetzt hier Christian auf jeden Fall noch... Hier, er hat Fluch des Aussätzigen. I don't know. Wundschläger. Ja, für einen Dämon ist auf jeden Fall das sehr, sehr hilfreich. Mehr Moral zu haben. Treuherziger bekommt noch mehr Lebenspunkte. Und wir können jetzt hier noch ein paar Sachen machen. Er hat schon ein paar Chaosritter, bei denen es sich lohnen könnte, genau hier diese Boni mit reinzunehmen. Das machen wir. Jetzt haben die nämlich hier... Ach, die haben so ein absurdes Profil, ich sag's euch. Du bekommst noch Lebenspunkte. Und du, mein lieber stiller Wolf, die Beulenpest. Also, nicht, dass du sie kriegst, aber du kannst sie jetzt machen. Okay. Bei der Gelegenheit wollen wir jetzt also mal auch mal wieder in diese Richtung gehen und jetzt den Grenzstadt angreifen. Tamorkan wird sich nun um Karagirn hier kümmern. So, ich denke, komm, wir gehen mal tatsächlich hier so hoch. Wenn die da rauslaufen, haben wir jetzt eine realistische Chance, sie nicht nur durch den Hinterhalt abzufangen, sondern auch durch ein, wenn sie unterirdisch wegspringen sollten. Und jetzt muss ich ernsthaft darüber nachdenken, wie ich mit den... Habe ich irgendwie noch genügend Truppen, um mich im Zweifelsfall mit den Bretonen anzulegen? Ich sag mal ganz, ganz vorsichtig, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist momentan echt nicht leicht zu sagen. Wir werden das einfach besetzen. So, Volksgrad ist wieder unser. Provinz gesichert. Netter Versuch mit der Rebellion. More luck next time, oder wie man so schön sagt. Du kannst das jetzt hier auf jeden Fall ausbauen. Dann wollen wir Plesk... Plesk ist gerade beschädigt. Oh, Epidemius höchstpersönlich ist hier gerade eben. Wir gehen hier runter, um jetzt hier im Hinterhalt uns jetzt hier auf Karak Vlak vorzubereiten, um dann den Angriff jetzt hier von Gawain zu unterstützen. Das wird wohl ein knapper Sieg. Oh ja, das Banner des Höllenfeuers. Das sollte irgendjemand haben, der... Kann der fliegen? Oh, ich weiß gerade eben nicht, ob du fliegen kannst. Irgendjemand, der halt mittendrin ist, statt nur dabei. Ja, komm. Machen wir einfach bei dir. Oh, was? Ich würde die Trolle verlieren? I disbelieve this. Lasst uns das spielen. Also gut, wir haben auf jeden Fall schon einiges an Mana. Der Kampfbalken sagt, es ist ausgeglichen, aber leicht zum Vorteil des Gegners. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir echt nicht viele Optionen haben. Damit müssen wir leben. Ich werde deswegen versuchen, jetzt hier eine Strategie zu fahren. Also ich meine, grundsätzlich ist es gut, dass ich eine Strategie fahre, aber ich meine... Eine Strategie. Warte mal, wir gehen jetzt mal mit denen hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bei der ich die Schildträger nach vorne stelle. So, und jetzt packe ich euch. Also ihr macht es auf jeden Fall schon mal. Ihr geht dahin. Du gehst dahin. Da. Und du da. Ihr geht auch alle in die 1 und werdet gemeinsam natürlich jetzt hier mit denen agieren. Ich hoffe aber, dass deren Fernkämpfer dann halt eher auf die Schildkämpfer schießen, weil die sollen ja den Damage machen. Du, lieber Luke, bist leider noch kein Fliegerling. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd.
Das heißt, du gehst einfach dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. So, ihr seid auch alle Teil der Nummer 1. Und jetzt will ich die Trolle dann noch einsetzen. Die Trolle, oh Gott, und die Kavallerie. Das ist natürlich ganz schick, dass man hier nicht über die Flanke gehen kann. Die können also perfekt eine verweigerte Flanke spielen. Aber wir können auf jeden Fall hier hochmarschieren. Wir machen jetzt erstmal aus euch hier die Nummer 2 und aus euch hier die Nummer 3. Also 2 und 3. Und dann geht's los. Also, ihr geht mal dahin. Die Trollolols gehen dahin, oder... Ne, wisst ihr was? Die Trolle bleiben wirklich hier hinten. Und die Reiter schicke ich da hoch. Ja, ist komisch, ist aber so. Kann ich sogar noch hier ein bisschen hingehen. Und die Trollolols stellen wir... Ich glaube, ich teile die sogar noch ein bisschen auf und stelle sie hier noch so hin. Einen dahin, einen dahin, einen dahin und den letzten noch dahin. Und dann schließe ich sie, sobald die alle dann beisammen sind, auch der 1 an. Und dann kann ich einfach hier so einen netten, schicken YOLO-Angriff durchführen. Mit der gesamten Bagage als eine Truppe. Das heißt, ich beende schon mal jetzt hier eure Zuteilung. Und warte, bis jetzt hier alle stehen. Dann geht ihr jetzt hier noch mit rein. Ihr macht jetzt hier wieder das da. Und ich wäre jetzt dafür... Wir haben ja eh keine andere... Was ist denn da los? Der hat richtig fett Schaden gerückt. Wir greifen jetzt an. Mal ganz schnell mal gucken, was für Zauber habe ich. Ich habe auf jeden Fall einmal Eklerregen der Heimsuchung. Dann habe ich das Banner, das ich dann aktivieren kann. Strom der Fäulnis. Nochmal Eklerregen der Heimsuchung. Miasma. Hier kann ich nochmal den Nahkampfangriff in den Feind reduzieren. Unseren eigenen verbessern. Schaden reflektieren. Ja, also die Fähigkeiten, die wir haben, sind schon okay. Hobgoblin Bogenschützen. Es gibt halt fast keine Möglichkeit für mich hier durchzubrechen. Das ist das Hauptproblem. Und ich kann auch nicht regenerieren. Das ist für die jetzt hier natürlich besonders schlecht. Also gut, wir greifen jetzt hier einfach an. Mit den Rittern schon mal. Dann werde ich jetzt hier hoffentlich die Hobgoblin-Bogenschützen erwischen. Die Chaos-Zwerge mit Zweihandwaffen. Auch hoffentlich hart treffen. Die wollen jetzt schon nicht mehr. Oh ja, der Charge, der war gar nicht so schlecht. Ja, der hat auf jeden Fall eine Menge aufgewirbelt. Oh, was ist da passiert? Die Chaos-Zwerge haben aber richtig gefressen. Aber nicht durch mich. So, hier läuft schon der Nahkampf. Ich schwäche jetzt schon mal die Bande. Dann können wir mal das hier anmachen. Und ich mache jetzt hier mal die Eklerregen der Heimsuchung auf die da. Ach, bin ich doof, das ist ja stark gegen Charaktere. Ich habe es völlig vergessen. Dann mache ich es halt noch auf die da mit drauf. So, du kannst jetzt hier noch mehr Damage machen. Machst das hier an. Stärkst jetzt die da und schwächst die da noch. Auf der rechten Flanke sieht es düster aus. Wir haben aber schon mal den Balken jetzt hier einigermaßen ausgeglichen. Seht euch das mal an. Unsere Fähigkeiten sind alle am Laufen. Hier fliehen schon ganz viele von ihnen. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen Schaden zu machen mit dem Zauber. Dann nochmal den hier auf ihn.
Der scheint irgendwie nicht so geklappt zu haben, wie ich das ursprünglich vorhatte. Dann können wir nochmal hier die Kampfkraft der Feinde hier verschlechtern. Du greifst jetzt den hier noch an und ich heile mal gerade eben da drüben meine Reiterli. Wobei ich das Gefühl habe, dass es jetzt hier echt nicht den Kohl fett macht. Was ist mit dir hier? Du bist aus irgendeinem Grund nicht mehr in der 1 und ich weiß nicht warum. Okay, das ist lustig. Na, wir verfolgen die und die verfolgen uns. So, jetzt versuchen wir mal den hier zu killen. Dann heizen wir das jetzt hier mal kurz mal durch. Der feindliche General ist gefallen. Ja, jetzt kannst du den hier direkt schon mal angreifen. Das finde ich gut. Wir schwächen den hier. Okay, du kannst jetzt hier mal dir noch anchargen. Noch wanken sie nur. Was ist mit den Trollen hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich setze die mal ein. Ich habe hier auch noch mal ein paar Units. Die gehen jetzt hier rüber. Insgesamt würde ich mal sagen, dass sie jetzt hier rüber geht. Goblin Halsabschneider. Die sind mir sowas von egal. Du reitest jetzt hier durch und denen jetzt hier in den Rücken, weil dann das könnte das Ende für die jetzt hier sein. Genau. Was? Die haben auch Chaoskrieger? Okay. Jetzt haben sie sie gleich gehabt. Ja, ich glaube, jetzt haben sie sie gehabt. Schlacht ist immer noch nicht vorbei. Man wundert sich. Du kannst hier noch mit angreifen, kleiner Troll. Wo? Ich glaube, ich mache mal Heilung auf ihn hier. Er hat sich's verdient. Gibt's irgendwo noch so einen großen? Ja, da gibt's noch so einen großen. Den ich jetzt hier mal gerade eben mal tot zaubern möchte. Wenn ich darf. Da kam der jetzt hier. Ah, die Schlacht ist vorbei. Okay. Ja, das haben wir ja eigentlich ganz, ganz formidabel gewonnen. Sieht jetzt nicht so schwierig aus. Also wir sind jetzt definitiv wieder an dem Punkt angekommen, wo Nurgle halt einfach, aber hauptsächlich halt dank der Auserkorenen halt einfach nur rockt, ne? Weil man die halt schlicht nicht kaputt kriegt. So, wir werden plündern und besetzen. Warum es nicht direkt besetzen? Ich meine, klar, Geld wäre eine schöne Sache. Jetzt hat er endlich die Faulfliege. Der Luke. Er hat die Faulfliege. Es ist soweit. Mal gucken. Hier ist alles gemacht. Jetzt geht es darum, noch besser zu treffen, noch mehr Schaden zu machen. Todesnörgel. Ja, Todesnörgel. Wollen wir doch mal rumnörgeln. So dass auf der anderen Seite sie uns vernehmen können. Die Präsenz der Virulenz. Ja, ich finde halt diesen Nahkampfangriff einfach super duper. 3 Versuche, jemanden zu heilen, ist aber auch nicht schlecht. Also ich sag's mal so, für diese Armee wäre tatsächlich das hier sogar fast besser, weil Nahkampfangriff haben wir genug. Unsere Chaoskrieger machen wirklich genug Damage. Da brauchen wir nicht unbedingt gezwungenermaßen noch mehr. Okay. Unser Vormarsch ist nach wie vor kaum aufzuhalten. Und ich warte hier immer noch mit Ockinjay darauf, dass ich mir selber ein Go gebe. Um die Bretonen anzugreifen. Ich schaue aber mal erstmal, oh, was Christian jetzt hier gerade eben so treibt. Der wartet hier, der heilt jetzt hier. Kugas, nicht vergessen. Der alte Seuchenpabbi. Der kämpft jetzt auf der Seite gegen die Zwerge. Bis jetzt recht erfolgreich. Und ich denke, sein nächstes Ziel sollte die schwarze Festung sein. Ist das alles hier noch auf meiner Seite? Das ist alles noch auf meiner Seite. Genau, weil dann können wir nämlich jetzt hier die schwarze Festung angehen. Und ich stelle fest, dass ich hier nur 3 von denen habe. Dies ist echt nicht viel, aber es ist halt auch eine Sparmaßnahme. Immer noch Ockinjay. Nein, Ockinjay, du musst immer noch warten.
Wunschschläger für Targaryen. Und Belrhea bekommt... Der hat ja im Grunde bald alles durch hier, ne? Er flucht jetzt auch Setzigen nochmal drauf. Nicht nur, nee, tödlicher Ansturm. Ja, jetzt gibt es den tödlichen Ansturm für Belrhea. 89, 89. Ein äußerst solides Kampfprofil. Die Bruchsteininsel würde ich jetzt hier gerne ausbauen. Die Verteidigung reinmachen? Nee, ich will hier Kohle reinmachen und Korruption und so. Weil hier wird sowieso so schnell keiner, glaube ich, jetzt hier antänzeln. Ah, und den nicht beinahe übersehen. Pau, natürlich, Pau muss den Spuckwald jetzt hier noch nehmen. Aber das ist easy going. Oh, da gibt es auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Geld rauszuschlagen. Okay, nun haben wir einen korrumpierten Spukwald. Es ist jetzt der Spuckwald. Entschuldigung. Ja, und danach können wir jetzt hier uns gegen die Ogre an dieser Stelle wenden. Splitterfels bekommt mehr Verteidigung. Die Schrotttürme werde ich noch nicht investieren. Der Laurelornwald, den bauen wir jetzt noch ein bisschen aus. Ja, die Schrotttürme, wie gesagt, machen wir nicht. Der östliche Oblast ist nach wie vor jetzt wieder unser. Ich denke, wir gehen erstmal auf Kontrolle und Wachstum, ja. Wald der Finsternis. Wie gesagt, pff, da sind ein bisschen viele Zwerge. Ich glaube, ich werde hier nichts machen. Leute, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Oh, Mann, oh Mann. Bis jetzt kein namenhafter Zwerg, aber es sind immer noch genügend Zwerge. Und hier läuft ja auch noch ein weiterer rum. Also ich könnte, wir können auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten, wir haben es geschafft, dass das Imperium fällt. Die Frage ist jetzt halt bloß, ob wir mehr daraus noch schlagen können. Oder ob die Zwerge uns jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. Tempel von Heimkell? Wo ist denn das nochmal? Ah, du bist das. Ja, komm, dann baue ich dich ja auch nochmal kurz aus. Ja, und jetzt gibt es hier halt in Fort Dwarslav. Dwarslav. Noch generischer konnte man den Namen nicht vergeben, oder? Damit es auch schön slawisch klingt. Bin immer noch sehr gering. Kann ich Goldzahn unterwerfen? Wird auf gar keinen Fall passieren unter diesen Umständen. Okay, dann gehen wir einfach wieder in die nächste Runde. Was macht Bierentchen da? Ach, der steht hier einfach rum. Ja, das war ein schöner Traum im Splitterfels jetzt hier gerade eben. Der ist in diesem Moment leider ausgeträumt. So dumm, dass ich da gerade eben Geld ausgegeben habe. Wir haben da halt auch nur zwei Armeen und sie müssen sich im Grunde in drei Richtungen verteidigen. Eins, zwei, drei. Eine dritte wäre hilfreich. Aber die haben wir halt schlicht und ergreifend gerade nicht. Okay, selbes Problem jetzt hier bei Kislev. Das dürfen wir wohl jetzt leider auch nicht mehr behalten. Ja, es ist jetzt zu erwarten, dass die Zwerge jetzt hier in die Offensive gehen. Waldenhof fällt. Ich sag ja, ne, also hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, wer sich jetzt hier durchsetzen wird. Wer hält jetzt hier länger durch? Ich meine, ich glaube, wir haben das größere Reich. Ne, haben wir nicht. Die Zwerge sind in der Kombination stärker. Okay, aber... Das Spiel springt automatisch dahin. Ah, weil Belrhea jetzt auch aufsteigt. Das haben die nachträglich reingepatcht, oder? Ja. Okay, Belrhea ist jetzt also auch aufgestiegen. Präsenz der Virulenz, das finde ich ganz gut. Und was können wir noch machen? Das zerfallende Mal, das finde ich auch ganz gut. Dann nehmen wir noch das Eisenhersen mit rein. Und dann hier die Boni für die normalen Chaoskrieger. Die Boni für die Reiter. Dann gehen wir noch da rein, noch die Legion und noch
Das da, weil die haben ja teilweise diese Boni schon. Okay, hast du auch schon wieder Items? Sind die alle weg? Hm, du hast sie schon. Okay. Gut, 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 gut. Und jetzt muss ich natürlich wieder Belrare nennen und nicht so, wie du jetzt gerade immer heißt. So, Belrare ist nun auch zum Dämonen aufgestiegen. Unser Hinterhalt wurde verhindert. Hinterhalt wurde verhindert. Ja. Das ist alles ganz, ganz toll für den Feind. Bitte sterben Sie jetzt. Warte mal, Angriffsbonus für dich und hier Führerschaft für den Dämonenprinzen. Ich nehme wenigstens die 1% Verlustverstärkung. Okay. Igarov ist nicht besetzt. Kislev ist auch noch unser. Also wenn es jetzt nach mir geht, gehen wir jetzt erstmal da drüben hin. Und dann dahin. Und dann werde ich versuchen, hier rüber zu gehen. Natürlich sind wir die letzten Skaven. So ein knapper Sieg. Leben wir mit. Oh, nice. Und das werde ich ausrauben erstmal. Das hat sich richtig krass gelohnt. Besetzen. Sind die Skaven jetzt damit down? Nein, sind sie nicht. Okay, dann können wir jetzt hier aber auch nochmal mehr Wachstum machen. Hier gibt es immer noch Level-Ups. Palladium Marcos, du bekommst den Ansturm, würde ich sagen. Und unser lieber Silent, der nimmt sich still und leise ein Klingenschild. Okidoki. Oh, 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 oh. Das hier ist jetzt nicht ganz so einfach für diese Truppe. Ich werde deswegen jetzt mal versuchen, hier in den Hinterhalt mich zu begeben. Dann regenerieren wir immer noch, falls er dumm genug ist, jetzt hier zu kommen. Fangen wir ihn vielleicht ab. Ja, 50-50. Dann können wir vielleicht in der nächsten Runde hier Uskulak mit 2 Armeen angreifen. Okinjay wartet immer noch drüben auf der Insel. Sehr, sehr geduldig darauf, dass ich ihm endlich irgendeinen Befehl gebe. So, meine lieben Zwergileins. Tamurkan ist da. Das Spiel sagt, das ist ein Pyrrhus-Sieg. Hm. Oh, wisst ihr was? Ihm jetzt hier dieses Beschleunigungsteil geben, wäre der absolute Oberhammer. Ich bin drauf und dran zu sagen, wir belagern das, weil ich möchte nicht in einer Mauersituation gegen sie kämpfen. Da sind sie dann halt trotz der Tatsache, dass wir Mauern einreißen können, ein bisschen im Vorteil. Weil sie können schießen. Und wir können das nicht so wirklich. Boah, die Zwerge haben halt aber auch echt überall Armeen, ne? Auch hier werde ich jetzt halt einfach belagern und gucken, was passiert, oder? Wäre jetzt so meine Idee. Und mal gucken, ne, ob es eine gute Idee ist. Also ich sehe jetzt gerade eben keine weiteren Armeen, aber das heißt ja leider nichts. So, Pau. Jetzt mach mal den hier noch fertig. Solange wir keine Verluste erleiden, können wir es auch berechnen. Wir nehmen die Kohle. Und das Banner des Höllenfeuers haben wir nochmal bekommen. Dumm ist jetzt hier halt bloß, ne? Ich regeneriere jetzt hier gerade eben nicht mehr. Was ein bisschen ätzend ist. Aber selbst wenn ich marschiere, komme ich ja nicht mehr weg. Na gut, na gut, na gut. Wir nehmen sie noch von der Seuche gezeichnet und dann noch das. Dann können wir schneller regenerieren, wenn wir wieder eigenes Land betreten. An der Stelle wundere ich mich ein klitzekleines bisschen, dass Nörgling nicht dazu in der Lage ist, in feindlichem Gebiet zu regenerieren. Aber das würde natürlich ein bisschen zu OP werden mit all dem Zeug, was wir haben. Aber ich meine, es wäre in der ursprünglichen Balancing-Idee eine gute gewesen. Eine sinnvolle. Warum sind sie da nicht drauf gekommen? Man weiß es nicht. So, Bierentchen, du gehst jetzt mal dahin. Du darfst den jetzt hier mal versuchen wegzumessern in der nächsten Runde. Talapheim.
Da könnten wir nun mehr Infektionen und Kontrolle pro Runde machen. Oder aber wir gehen jetzt einfach auf das hier. Krugenheim? Nee, das ist zu weit weg. Da kommt der Feind zu gut ran. Ja, komm, ich gehe jetzt hier wirklich auf Verteidigungsmaßnahmen. Schrotttürme ignorieren wir, die werden sowieso gleich gestürmt. Das ist doch jetzt schon abzusehen. Ich weiß nicht, was die hier wollen, aber ich habe das Gefühl, die sind hier am Hausieren und wollen Geld. Und die denken sich, selbst Nurgles Geld stinkt nicht. Das ist das, was ich momentan gerade eben zumindest vermute, dass sie das denken. Okay, unser Vormarsch geht nun auf die Grenzstadt. Aber das machen wir im Hinterhalt. 45, 45, 80%. Ja komm, wir gehen mal dahin. Sind immer noch auf eigenem Grund und haben eine Chance, einen Hinterhalt auszulösen. Aber auch nur die Chance. Christian lassen wir hier noch drin. Gawain. Warten wir auch, wie gesagt. Und dann haben wir noch Godzilla hier. Na komm, Godzilla. Dein Typ ist jetzt hier unten gefragt. Wir können Hilfe bei diesen Zwergen gebrauchen. Und damit sind wir fertig für diese Folge, meine lieben Freunde. Weiter geht's dann im Juli. Danke für eure Aufmerksamkeit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss, Nadi.